Damit werdet ihr zum Alltagsheld. Wir haben heute wieder Lars Walter zu Gast und er hält gerade auf dem Veggieworlds den Vortrag Everyday Heroes, wie ihr jeden Tag die Welt retten könnt. Wir geben euch heute 5 Tipps mit an die Hand, wie ihr das selber zu Hause umsetzen könnt. Also bleibt unbedingt dran. Hallo ihr Lieben, ich bin Thomas und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von The Habit Rabbit, eurem Kanal für veganes Leben. Hallo Lars, ich freue mich sehr, dass du wieder heute dabei bist. Moin, hi. Moin, ja. Moin müssen wir ja sagen, wir moin, sind ja in Hamburg wir heute. Wir sind in Hamburg, genau. Veggieworld Hamburg läuft gerade im Hintergrund. Wir haben ja schon vor über einem halben Jahr, letztes Jahr im Juni, das erste Mal dich vorgestellt, was du so machst mit dem Veggieworld Podcast. Wer den jetzt noch nicht kennt, den Veggieworld Podcast, unbedingt reinhören, ist der größte vegane Podcast in Deutschland. Und wir hören den auch selber jede Woche, also unbedingt reinhören. Und jetzt hast du aber zusätzlich nochmal den Vortrag Everyday Heroes, den du jetzt hältst, hast du gestern hier auch gehalten. Der ist auch schon online, den verlinken wir euch. Schaut da unbedingt rein, mega sehenswert. Wie kam es denn dazu, dass du jetzt einen Vortrag über Umweltschutz, Klimaschutz und wie jeder selber was machen kann, hältst? Der Grund, warum ich einen Vortrag machen wollte, ist, dass ich 2012 einen Vortrag gesehen habe von einem Zahnarzt aus den USA, Dr. Richard Oppenlander, der den Zusammenhang unserer Ernährung mit der Umwelt darstellt. Und der hat mich damals dazu bekommen, mein Leben zu überdenken und vegan zu werden letztendlich. Und das hat mich so beeindruckt und damals dachte ich schon, ich muss irgendwann sowas mal machen. An Schulen oder was weiß ich. Und ich habe Ende 2015 ein veganes Comedy-Programm gemacht, weil ich halt Schauspieler bin und irgendwie wollte ich sowas mal machen. Und es kam auch ganz gut an und es hat auch Spaß gemacht. Aber ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, okay, die Leute lachen und die Leute denken ein bisschen drüber nach. Es war vegane Comedy. Aber ich habe nicht wirklich das Gefühl gehabt, dass sie danach nach Hause gehen und sagen, jetzt muss ich wirklich was machen. Und ich wollte sie noch mehr mit Fakten mitnehmen. Und dann habe ich gedacht, das muss doch irgendwie gehen. Habe mich 2 Monate hingesetzt, habe mir von Nico Rittenau ein paar Tipps geholt, was sind gute Bücher, was sind gute Quellen, weil ich bin kein studierter Wissenschaftler. Ich wollte aber trotzdem so stichfest wie möglich und so fundiert wie möglich den Leuten einfach ein Komplettpaket an Infos über unsere Umwelt geben. Und da habe ich 2 Monate recherchiert, war sehr anstrengend für jemanden, der nicht studiert hat. Und bin dann mit dem Vortrag Everyday Heroes letztendlich angekommen. Everyday Heroes, weil ich finde, dass wir alle jeden Tag ein Held sein können. Ich bin selber ein totaler Nerd, ich liebe Superhelden, ich liebe Fantasy und Science Fiction und Action und finde das super. Aber die Filmwelt hat für mich ein bisschen an Bedeutung verloren, seitdem ich weiß, wie sehr wir eigentlich in der Bredouille stecken mit der Welt. Und deswegen dachte ich, wie können wir Helden in unseren Alltag übersetzen, wie können wir jeder ein Held sein? Und das können wir, indem wir einfach unser Klima schützen. Und daher kam dann so die Idee für den Vortrag. Voll cool. Was war denn bei der Recherche so für dich das überraschendste Element? Gab es da irgendwas, wo du sagst, okay, das hat dich jetzt irgendwie wirklich, ich meine, es gibt ja über 70 Milliarden Landlebewesen pro Jahr werden getötet, so und so viel, 100 Milliarden Fische sterben jedes Jahr durch die Fischerei. Aber gab es da irgendwas, wo du sagst, ja krass, das hatte ich jetzt nochmal irgendwie zusammenzucken lassen, dass wir jetzt wirklich massiv anfangen müssen, was zu ändern? Ganz viel, ganz viel. Also ich habe mir ging immer wieder die Kinnlade runter beim Recherchieren. Vor allem, was Fische anging, weil ich einfach mir dieser enormen Masse an Fischen nicht bewusst war. Wenn du denkst, ja, Fische sterben auch, okay. Aber wir wissen nicht, wir können nicht mal wissen, wie viele Fische wir fangen, weil es nicht wirklich kontrolliert wird. 2016 kam eine neue Studie von der UN raus, die herausgebracht hat, dass wir 50% mehr Fische gefangen haben bisher, als wir dachten, weil sich einfach niemand an die Regeln hält. Die Länder halten sich nicht an die Regeln, die Fischereiverbände halten sich nicht an die Regeln. Niemand hält sich an die Regeln. Wir haben 4 Millionen Fischerboote weltweit ungefähr. Wir wissen nicht mal, wie viel wir wirklich haben. Und niemand kann die kontrollieren. Das heißt, so etwas wie nachhaltig gefangenen Fisch gibt es nicht. Es gibt nur Labels, die uns ein gutes Gewissen machen wollen. Und wir fangen jedes Jahr um die 2,3 Billionen Fische. Und dazu kommen noch mal 160 Milliarden Fische aus der Fischkultur oder aus der Aquakultur. Und diese Masse hat mich einfach komplett erschlagen. Und wie viel das eigentlich auch für unsere Umwelt bedeutet, wie viel das für unser Ökosystem bedeutet, das hat mich einfach total erschreckt. Und auch wie viel da letztendlich noch mit dazu kommt, der Beifang, der dazu kommt, die 5 Kilo Beifang pro Kilogramm gefangenen Fisch, die Wale, die dadurch sterben, die Delfine, die dadurch sterben, Hunderttausende jedes Jahr, Albatrosse, Meeresschildkröten, Haie, alles, was man gar nicht so im Kopf hat, wenn man denkt, ich esse ja nachhaltig gefangenen Fisch. Und mehrere hundert Millionen, über 100 Millionen Haifische. 100 Millionen Haie. Beifang einfach nur. Ja, jede Sekunde sterben 3 Haie weltweit. Und 40 Millionen sterben durch Haifischflossensuppe, die immer noch sehr weit verbreitet ist, auch in Amerika.
und nicht überall verboten ist. Den Haien wird dann einfach, werden die Flossen abgetrennt und sie werden zurück ins Meer geschmissen, wo sie dann elendig sterben. Und 60 Millionen landen in den Netzen, weil sie natürlich auf Raubfang sind bei anderen Fischschwärmen und dann da mitgefangen werden. Und natürlich dann als Müll enden, weil dieser Beifang, da sagen die Leute nicht, die Fischer sagen nicht, oh cool, wir haben mehr gefangen, als wir dachten. Das landet als Müll im Meer. Und das war wirklich absolut schockierend. Und letztendlich, dass schon 85% unserer Fischgründe erschöpft sind. Und dass wir 2050 wahrscheinlich keine Fische mehr im Meer haben werden. Das ist unfassbar. Und gleichzeitig haben wir Naturschutzunternehmen und Naturschutzverbände wie WWF und Greenpeace, die immer noch Apps rausbringen, die uns zeigen, wo wir nachhaltig gefangenen Fisch kaufen können. Und das ist einfach absurd. Und das hat mich wirklich umgehauen. Ich glaube, das war das, was mich am meisten wirklich nochmal mitgenommen hat. Hast du noch einen Aspekt neben dem Fischfang, wo du sagst, oder neben den Tierprodukten an sich, wo du sagst, okay, das ist irgendwie nur ein Fakt, bevor wir jetzt zur Lösungsfindung kommen, was man damals machen kann, wo du sagst, okay, das hat dich irgendwie erschrocken, was jetzt vielleicht nicht unbedingt auch direkt ein veganes Thema ist? Auf jeden Fall. Also in meinem Vortrag spreche ich insgesamt über Veganismus, also über Tierhaltung und was wir dagegen tun können. Ich spreche über Lebensmittelverschwendung insgesamt, über Plastik, über Konsum ein bisschen, über Mobilität ein bisschen, weil das alles Aspekte sind, die etwas an uns, womit wir etwas erreichen können. Und was mich auch absolut erschrocken hat, ist die Entwicklung, die wir durchmachen. Ich habe den im September angefangen zu halten, den Vortrag. Damals waren wir 7,6 Milliarden Menschen auf der Welt. Jetzt sind wir schon 7,7 Milliarden. Weil wir jeden Tag 200.000 Menschen mehr werden. Das sind pro Arbeitswoche 5 Tage 1 Million Menschen mehr auf der Welt. Und der Lebensstandard, den wir führen, der hat mich sehr erschrocken, nämlich dass unser Earth Overshoot Day, wo unsere Ressourcen verbraucht sind, ist in Deutschland schon im Mai, während der für den Rest der Welt erst im August ist. Erst im August, was auch schon erschreckend ist. Das hat mich auf jeden Fall erschrocken, wie viele Ressourcen wir in Europa und in Deutschland verbrauchen. Und das eben nicht nur bei Tierprodukten, sondern überhaupt. Also wir schmeißen in Europa 88 Millionen Tonnen Lebensmittel weg, jedes Jahr. Das kostet 14,3 Milliarden Euro jedes Jahr in Europa. Nur der Müll, den wir produzieren, und zwar nur der Essensmüll. Und die Massen an Lebensmitteln, die wir extra produzieren, um sie einfach wegzuschmeißen, das hat mich auch absolut umgehauen. Und das war auch was, wo ich sage, da muss ich mehr Fokus drauf legen. Denn es ist eine Sache, vegan zu leben, und das ist auch ganz essentiell und großartig. Aber da hört es nicht auf. Wir können auch, wenn wir vegan leben, noch mehr tun. Es ist dann nicht, dass wir sagen, hey, cool, ich mache alles, was ich machen muss. Ich gehe jetzt nach Hause. Sondern wir können noch viel, viel mehr tun. Wir dürfen trotzdem nach Hause gehen. Aber du weißt, was ich meine. Ja. Was hast du denn jetzt, um mal so ein paar Tipps zusammenzufassen, was denn jeder machen kann? Fangen wir vielleicht mal mit dem an, wo du sagst, damit kann jeder direkt zu Hause anfangen, wenn er jetzt das Video gesehen hat. Was kann er zu Hause machen? Also der erste Tipp, den ich geben kann, ist, so pflanzlich wie möglich zu leben. Ich weiß, dass manche Menschen haben viel Arbeit, haben viel Familie zu Hause, haben nicht so den Kopf, um sofort komplett auf vegan umzusteigen. Wenn das gerade nicht geht, leb so vegan, wie du kannst. Wenn Leute sagen, ich kann nicht auf Käse verzichten, mach vegan mit Käse. Und dann guck, wie das mit dem Käse ist. Mein Tipp ist immer, hör nicht auf, weiterzugehen. Geh Schritt für Schritt, aber geh voran. Denn das Stehenbleiben können wir uns einfach nicht mehr leisten, klimatechnisch. Und also fang an, so pflanzlich wie möglich zu leben. Probier Pflanzenmilchsorten aus oder lass mal das Fleisch für 2 Wochen weg. Es gibt so viele Produkte, die ähnlich wie Fleisch schmecken, wenn man darauf erstmal umsteigen möchte. Man muss ja nicht sofort zum absolut vollwertigsten Menschen ever werden, sondern geh die Schritte, die du gehen kannst, Richtung Veganismus. Das ist schon mal top. Und dann geht es um Lebensmittelverschwendung. Wie viel brauche ich wirklich? Wie viel muss ich wirklich einkaufen? Wir haben ja oft abgepackt, zum Beispiel 3 Paprika in einer Plastikverpackung. Brauche ich wirklich 3 Paprika? Oder kann ich die mit irgendwem teilen? Kann ich mit Menschen zusammen einkaufen gehen? Kann ich mich mit Nachbarn absprechen, mit Familie, mit Freunden, mit Kolleginnen, Kollegen? Geplante Einkaufen, eine Woche mal vorplanen, vielleicht auch vorkochen, Sachen einfrieren, dass einfach nicht ganz so viel Lebensmittelmüll entsteht. Und schauen, was esse ich eigentlich wirklich? Und auch nicht hungrig einkaufen gehen. Das klingt total banal. Aber hungrig einkaufen gehen, ich mache es oft genug. Beziehungsweise mittlerweile nicht mehr. Aber habe ich oft genug gemacht. Ist einfach gefährlich, weil du denkst, oh, jetzt noch die Schokokekse und das noch und dies noch. Schokokekse halten sich natürlich ewig. Aber wenn man sagt, eigentlich habe ich auch Lust auf irgendwie Süßkartoffel und dann mache ich sie doch nicht, weil ich keine Zeit habe, schmeiße ich sie wieder weg. Das ist bescheuert. Also einfach ein bisschen mehr vorausplanen, sofern es geht. Und wenn was übrig ist, Leute fragen, ob sie noch was haben möchten. Und wenn es irgendwie geht, Foodsharing zum Beispiel ist ein Verein, bei dem man sich anmelden kann. Das heißt, kein großer Aufwand, man kann so viel oder so wenig machen, wie man möchte. Aber da könnt ihr wirklich
aktiv Lebensmittel retten. Und das ist wirklich enorm. Meine Frau Nicole und ich, wir leben in einem Drei-Personen-Haushalt mit meiner Schwiegermutter zusammen in einem Haus. Und wir geben für drei Personen jeden Monat maximum 50 Euro aus für Essen. Und wir haben volle Kühlschränke. Wir versorgen jede Woche zwischen 10 und 30 Familien mit Essen. Und das umsonst. Es geht nicht darum, Geld zu sparen, das ist nur ein Nebeneffekt. Aber es wird so viel Essen weggeschmissen, das können wir gar nicht auffangen momentan mit dem Volumen an Mitarbeitern, was es da gibt. Und es ist ehrenamtlich, es ist komplett for free und es ist einfach, da einzusteigen. Das ist auf jeden Fall noch ein Tipp. Ja. Und es heißt nicht, dass ihr in die Container klettert illegal überhaupt und nicht. Das Lebensmittel raussetzt, sondern es ist eine Kooperation, die quasi mit dem Supermarkt eingegangen wird. Ja, letztlich. Genau. Wir haben dazu ja auch schon ein Video mit deiner Frau Nicole gemacht, ja, genau. Das können wir auch nochmal verlinken. Ja. Also richtig coole Sache auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein Ding. Und der dritte Tipp ist, schaut, wie viel Plastik ihr so benutzt im Alltag. Das ist was, wo ich mich noch viel mehr verbessern muss. Aber es gibt so viele Alltagsgegenstände, die uns nicht so wirklich bewusst sind. Eine Zahnbürste ist aus Plastik. Shampoo ist in einer Plastikflasche. Seife ist oft in Verpackungen. Also ich sag mal, gerade Kosmetikartikel sind sehr, sehr viel mit Plastik behaftet oder Waschmittel oder sowas. Und gerade Kosmetikartikel sind unglaublich leicht zu ersetzen mit Bambuszahnbürsten, unverpackter Seife und so weiter und so fort. Haarwaschmittel gibt es unverpackt. All diese Dinge. Es gibt auch Zahnpasta-Tabletten und so. Die sind jetzt nicht mein Ding. Da muss ich noch besser werden, weil ich noch reguläre Zahnpasta verwende. Aber auch da geht es nicht darum, von heute auf morgen perfekt zu werden, weil es gibt kein Perfekt, sondern Schritte zu gehen. Das ist wirklich essentiell. Und da können wir wirklich ganz viel machen. Und natürlich so offensichtliche Sachen wie, holt euch beim Supermarkt keine Plastiktüte, sondern nehmt einen wiederverwertbaren Container mit. Es schadet eh nicht, wenn man einfach immer mal eine Tupperdose irgendwie mit im Rucksack hat oder eine wiederverwendbare Flasche oder sowas. So kleine Schritte machen alle Unterschiede. Die machen wirklich den absoluten Unterschied. Denn jedes Mal, wenn ihr mit sowas ankommt, setzt ihr ein Zeichen. Jedes Mal, wenn du mit deiner wiederverwertbaren Flasche kommst oder mit dem To-Go-Becher und da in deinen Starbucks oder was auch immer gehst, sagst, könntest du mir das bitte hier reinfüllen, dann sehen das andere Leute. Und man kommt oft ins Gespräch und sagt, ja, mir ist die Umwelt wichtig. Und niemand findet das blöd, dass einem die Umwelt wichtig ist. Damit könnt ihr andere Menschen wieder inspirieren. Und das ist unglaublich wertvoll. Das ist auf jeden Fall, also gerade die Plastikgeschichte, das ist schon verrückt, weil das stimmt ja, also es gibt ja diese riesigen Ozeanstrudel und alles, ne? Und wir selber nehmen ja inzwischen jetzt jeden Tag auch Plastik auf. Mhm. Sogar über die Nahrung, übers Trinkwasser ist ja überall Mikroplastik drin. Ja. Vielleicht werden wir dadurch irgendwie haltbarer. Das wäre auch was. Aber auch das Ding mit Plastik ist, 50% des weltweiten Plastikmülls im Ozean sind Müllabfälle aus der Fischereiindustrie. Allein die größte Müllinsel der Welt, der Great Pacific Garbage Patch, ist eine riesige Müllinsel, hat 75.000 Tonnen Gewicht und 40% davon sind Netze, Fischereikörbe, Fangkörbe, Fischereileinen, all sowas. Also auch da haben wir wieder den Zusammenhang zwischen Tierhaltung und Plastikmüll. Es ist halt nie ein Aspekt, es hängt alles zusammen. So, deswegen reicht es auch nicht, wenn man vegan wird, weil wir haben auch ganz viel in Plastik verpackte vegane Produkte. Aber auch da können wir darauf achten, dass wir mehr unverpackt kaufen und sowas. Also auch Unverpacktläden sind natürlich was, was immer mehr Popularität gewinnt. Gibt es natürlich nicht in jeder Stadt, ganz klar, dass das nicht jeder einfach kann zum Unverpacktladen gehen. Aber wo ihr es habt, könnt ihr es auf jeden Fall nutzen. Ja. Ein großer Aspekt ist ja auch immer noch Mobilität. Mhm. Autofahren weiß ja eigentlich jeder, dass es schlecht ist für die Umwelt und Fliegen genauso. Wie sind da so die Zahlen und wie gehst du damit um? Autofahren fällt mir leicht, weil ich keinen Führerschein habe. Da bin ich etwas leichter unterwegs. Meine Frau hat ein Auto und einen Führerschein, das heißt, wir fahren jetzt nicht gar kein Auto, aber sehr wenig. Wir haben den Vorteil, dass wir eine ganz gute Infrastruktur haben bei uns im Vorort, wo wir leben. Wir können ganz viel mit dem Fahrrad fahren, wir können ganz viel Zug fahren. Das ist was man auf jeden Fall machen kann. Denkt immer drüber nach, fahrt ihr jeden Tag zur Arbeit, fahrt ihr jeden Tag zur Schule, zur Uni, fahrt ihr dann mit dem Auto hin und fahrt ihr alleine hin? Kann man vielleicht Fahrgemeinschaften bilden? Kann man andere Leute mitnehmen? Und dann spart man auch wieder Spritkosten, wenn man sagt, man teilt sich die Spritkosten oder was auch immer. Und es ist auch gesellig, es ist nett. Und das heißt, man muss viel weniger Auto fahren, als wir so denken. Und Fliegen ist auch eine ganz spannende Sache, weil natürlich ist Fliegen super schlecht für die Umwelt. Was ich aber interessant fand bei meinen Recherchen war, dass Kurzstreckenflüge wirklich viel mehr Sprit verbrauchen als Langstreckenflüge. Pro 100 Kilometer, der man zurücklegt. Pro 100 Kilometer, genau. Also pro 100 Kilometer verbraucht man pro Person bei einem Langstreckenflug ungefähr 3,6 Liter Kerosin. Bei einem Kurzstreckenflug allerdings über 6 Liter, also mehr als das Doppelte. Das ist wirklich enorm, wie viel an Kurzstrecke oder Langstrecke Unterschied macht. Auch da ist das Ding,
fliegt so wenig wie möglich. Ist es wirklich nötig, unbedingt immer nach Thailand zu fliegen? Oder gibt es auch andere tolle Urlaubsorte? Es gibt eine tolle Seite, die heißt katzensprung.de, die zeigt tolle Urlaubsorte in Deutschland zum Beispiel. Und das ist auch was, wo wir einfach sagen können, hey, wenn es nicht unbedingt südliches Meer sein muss oder wenn es nicht unbedingt super warm sein muss. Wir haben auch in Deutschland südliche Ecken und warme Ecken und so. Und es wird ja auch immer wärmer, das kommt uns natürlich urlaubstechnisch total zugute. Aber das ist definitiv ein Aspekt, dass wir viel mehr Zug fahren können. Und wir haben letztendlich, auch wenn wir uns viel darüber beschweren können bei der Deutschen Bahn, wir haben überhaupt auf der Welt gesehen, im Vergleich, haben wir ein sehr zuverlässiges Bahnsystem. Und das funktioniert schon ganz gut. Mit dem Auto kann man genauso im Stau stehen. Also genau. Und das sieht auch keiner. Und du musst dich immer darauf konzentrieren. Ja. Das ist immer, was ich sage. Ich kann in der Bahn schlafen, ich kann in der Bahn lesen, ich kann in der Bahn arbeiten. Ich kann so viel in der Bahn machen, was ich im Auto nicht könnte als Fahrer. Ja. Es braucht zwar am Ende, vielleicht ist man irgendwie eine halbe oder eine Stunde am Ende mehr unterwegs, aber man hat halt irgendwie 4 Stunden Bahnfahrt, wo man wirklich was machen kann, aktiv sein kann. Und gerade bei längeren Reisen ist Bahnfahren echt entspannt, finde ich. Ja, genau. Und man kann ja auch sogar ins Mittelmeer mit der Bahn fahren. Also ich hatte letztes oder vor anderthalb Jahren eine Dienstreise und bin da halt auch, habe gesagt, okay, ich will nicht fliegen mit 2 Zwischenstopps, sondern bin halt dann einen ganzen Tag mit der Bahn gefahren und habe halt dann gelesen und alles und hab mir die Zeit halt einfach genommen und ja. Super easy. Ich bin auch mal von Wien aus zurückgefahren und bin mit dem Nachtzug gefahren und konnte dann da schlafen. Also wirklich in einem Bett schlafen. Und das, es geht alles. Wir sind einfach sehr bequem geworden. Und natürlich gibt es Gründe für Autos. Es gibt Gründe, wenn man irgendwie viel einkaufen muss oder viel transportieren muss. Ganz klare Sache. Aber wie oft müssen wir wirklich im Alltag unbedingt mit dem Auto fahren? Gerade wenn es kürzere Strecken sind. Ein bisschen häufiger aufs Fahrrad schwingen. Lieber mal eine ordentliche Regenhose kaufen und ein bisschen häufiger mit dem Fahrrad fahren. Ist auch gut für die Fitness, ist gut für die Gesundheit. Und es ist definitiv sehr, sehr gut für die Umwelt. Und das mit dem Autofahren ist, was ich gerade vor kurzem gehört habe, ist, dass der Mikroplastikanteil ist durch den Reifenabrieb ist irgendwie, weiß nicht, die Hälfte des Mikroplastiks oder irgendwie, oder war eine sehr hohe Zahl auf jeden Fall, kommt durch den Reifenabrieb auf der Straße. Wow, das ist krass. Und letztendlich, wenn man auch denkt, ich mal als Veganer und sagt, ich finde Palmöl blöd, Palmöl ist ja auch in Benzin, in Diesel enthalten. E10, alles, so. Ja. Und da können wir auch Palmöl sparen, wenn wir Sprit sparen. Ja, genau. Ja, das finde ich halt auch diesen paradoxen Aspekt, dass man auf der einen Seite sagt, okay, wir wollen irgendwie was fürs Klima tun, machen Biosprit, aber dann ist halt der Biosprit zum Teil aus Palmöl, wo dann wieder der Regenwald für abgeholzt wird. Und da ist halt einfach nichts zu Ende gedacht worden irgendwo. Und das kann man jetzt, könnte man auf die Politik schieben, aber man kann es halt auch einfach sagen, okay, ich fahre jetzt einfach wirklich nur noch das Minimum, wo ich einfach irgendwie mit dem Auto eine Viertelstunde brauche, aber mit der Bahn 1,5 Stunden. Ja. Da nehme ich dann vielleicht mal das Auto, aber ansonsten versuche ich halt wirklich mit dem Fahrrad oder mit Öffentlichkeiten das zu öffnen. Und ich finde, da sprichst du was ganz Wichtiges an, die Politik müsste was tun. Natürlich muss die Politik was tun, aber wir sind ja für uns selbst verantwortlich. Wir sind ja, die meisten von uns, die das hier sehen, sind erwachsene Menschen. Und wir haben das alles in der Hand. Und wir haben eine Selbstverantwortung, das zu übernehmen. Wir können nicht sagen, die Politik muss ändern, dass Fleisch weniger wird. Wir können selber entscheiden, ob wir Fleisch essen wollen oder nicht. Wir können selber entscheiden, wie viel Auto wir fahren oder nicht. Und ich finde das nicht anstrengend. Ich finde das ehrlich gesagt sehr beflügelnd, weil ich das Gefühl habe, ich habe Freiheit, etwas zu tun. Und ich kann damit sehr viel für mich bewirken, für die Umwelt bewirken. Und ich kann auch andere Menschen damit erreichen. Und dieses andere inspirieren und ein Netzwerk schaffen aus Menschen, die ähnlich denken und die auch was Gutes tun wollen, das ist so mächtig. Wir haben als Einzelpersonen heutzutage mehr Macht, als wir jemals hatten. Wir können irgendwo in Buxtehude aufwachsen, im Containerbau. Und wir haben durch Handys, durch Internet, durch all diese Möglichkeiten, haben wir heutzutage die Möglichkeit, Tausende von Menschen zu erreichen, wenn wir es wirklich wollen und damit einen positiven Effekt zu schaffen. Und das ist wirklich toll. Ja, und dass jeder auch selber was machen kann, das war ja auch für dich der Grund dazu, den Podcast, dich dafür zu bewerben letztlich bei der Veggie World, ne? Genau, absolut. Das kam letztendlich dadurch, durch einen Zufall sozusagen, aber das ist für mich in den letzten jetzt fast 2 Jahren, wo der Podcast existiert, einer der größten Motivationsfaktoren ever gewesen, weil so viele Leute mich anschreiben, die sagen, ich bin vegan geworden durch den Podcast oder der hat mir geholfen, vegan zu werden und die Tipps kriegen, selbst auch wenn sie vegan sind, wenn sie schon lange vegan sind, haben sie super viele Tipps dadurch bekommen und einfach anderen damit zu helfen, das ist der Hammer. Das ist wirklich toll. Und wenn es ihnen nur erleichtert, dass sie sagen, oh, ich weiß jetzt besser, wie ich mit meiner Familie umgehen kann oder sowas, wenn ich vegan bin oder wie ich argumentieren kann, wenn ich vegan bin, das ist mir einfach total wichtig. Genau. Cool. Ja, und wir waren ja auch vor kurzem bei dir im Podcast. In der Tat. Eine große Ehre, dass wir auch zu hören sind jetzt. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ist ja auch Gera dabei, die sonst eigentlich nur hinter der Kamera steht. Ja, war sehr laut. Ist dann auch zu hören. Ja, in der ersten Version nur.
Vielen Dank, Lars. Vielen Dank für deine Zeit. Und, ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Für mich ist es eine Ehre, hier wieder zu sein. Mich hat es auch sehr gefreut. Und jetzt schreibt ihr uns nochmal unten in die Kommentare rein, was euer wichtigster Aspekt ist und was ihr jetzt als nächstes umsetzen wollt. Schreibt das unten rein in die Kommentare. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal hier bei The Habit Rabbit, eurem Kanal für veganes Leben. Ciao. Tschö. Ich will die meisten Outtakes als High Record halten. Okay, und jetzt von Beautiful Commitment jetzt mal ein bisschen Beautiful Silence. Nee, gar nichts. Die Caro fängt an zu quatschen hier. Ist unfassbar. Nein. Unfassbar. Einmal mit Profis. Darf ich dir das wegnehmen? Ja, nimm's doch. Ich kann so nicht funktionieren, aber okay. Damit werdet ihr zum Halbtagsheld. Zum Halbtagsheld. Werdet nicht zu viel. Macht nicht zu viel. Und in dem Vortrag geht es darum, dass unsere Ernährung. Die Besucher, um 13:30 Uhr startet die nächste Mitmachküche des Reformhaus hinten am Stammweg 20. Und das war der Grund. Das Gute ist, mein letztes Interview mit Thomas habe ich ihn auch die ganze Zeit einfach aus dem Konzept gebracht. Das ist mein eigentliches Ziel. Super! Bei dem rumgehampelt ihr da zwischendurch. Oh, vielen Dank. Oh, vielen Dank.